Heute ist es für mich eine ganz besondere Folge, denn ich darf meine Geschichte erzählen, wie ich Gott kennengelernt habe. Denn im Alter von 14 Jahren durfte ich eine besondere Begegnung mit Gott haben, die mein Leben, wie ich es sagen würde, wirklich komplett verändert hat. Und eigentlich war das so ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich seitdem tue, was ich auch jetzt gerade tue, und zwar verstehen und erleben wollen, wer und wie Gott ist und das auch mit anderen teilen. Für mich persönlich ist im Nachhinein betrachtet diese Erfahrung, die ich machen durfte, von der ich gleich erzählen werde, zwei Sachen ganz, ganz bemerkenswert. Einmal, es ging schon ein gewisses Vorverständnis aus. Das heißt, ich komme aus einer Familie, in der meine Eltern zur Kirche gegangen sind. Das war mir nichts Fremdes, sonntags in die Messe zu gehen. Aber ich war mit meinem Bruder gemeinsam irgendwie immer gefühlt zumindest so die einzigen jungen Leute, die in der Kirche sitzen. Darüber hinaus hatte ich in meinem persönlichen Freundeskreis keinen christlichen Anschluss und ich kannte auch keine katholische oder christliche Gemeinschaft, von der ich in irgendeiner Weise christlich sozialisiert wurde, außerhalb meines Elternhauses. Dennoch habe ich damals, 2010, das erste Mal diese christliche, lebendige Gemeinschaft erleben dürfen, und zwar in Bayern, in Altötting, bei der katholischen Gemeinschaft Emanuel. Die haben so eine evangelistische Sommerwoche organisiert, das sogenannte Forum Altötting, wo ich damals teilgenommen habe. Das Besondere war, dass ich eigentlich alleine hingegangen bin. Das heißt, ich war irgendwie offen und darauf angewiesen, Leute kennenzulernen. Und so kam es dann auch. Ich habe gleich jemanden kennengelernt und ich habe mit dieser Freundin mich ganz schnell unterhalten können über alle möglichen Dinge, die uns in dem Alter auch als junge Mädels so interessiert haben. Und ich habe erlebt, dass da eine totale Offenheit ist für Tiefgang, für alle Themen. Es gab keine Tabuthemen. Ich durfte irgendwie über alles sprechen. Die Leute da waren total interessiert und tiefgründig. Aber der Unterschied war, dass sie irgendwie alle schon so eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit Jesus hatten. Und das hatte ich so in der Form nie erlebt und auch bis dato noch nicht gehabt. Für mich persönlich war es damals spannend, weil ich war einfach offen und ich habe mir das alles angeschaut und ich hatte auch nicht wirklich Vorurteile. Und das kam mir dann ganz zugute, denn ich konnte immer wieder auch meine Fragen stellen und habe bei all denen, was dort so an Programm geboten war, erstmal einfach mitgemacht. Und ich glaube, dass diese Offenheit schon mal ein guter Zugang war, mir so ein Bild zu verschaffen. Und zwar nicht nur irgendwie ein rationales, sondern ich konnte es alles miterleben. Und ich glaube, diese Erfahrungsebene ist so ein Zugang, wie ich von Gott dann irgendwie berührt wurde im Nachhinein. Ich erinnere mich an den allerletzten Abend, der sogenannte Abend der Barmherzigkeit, wo vorne am Altar die Eucharistie ausgesetzt war. Es gab Lobpreismusik, also gesungene Gebete und überhaupt eine Stimmung von Gebet. Also in diesem Moment, an diesem Abend, war der Fokus ganz auf Gott. Es gab keine großen Inhalte oder theologischen Vorträge oder irgendwelche Bespaßungsaktionen, sondern einfach nur Gebet im Vordergrund und Gott selbst im Vordergrund. Und dieses Setting hat dazu geführt, dass ich mich wirklich einlassen konnte. Zuvor, die Tage, habe ich vieles einfach angeschaut und beobachtet und an diesem Abend, Tag 5, konnte ich mich erstmalig ganz echt einlassen auf Gebet. Ich erinnere mich, wie ich im Alter von 14 Jahren kniete und ich hatte ja nichts zu verlieren, gebetet habe, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erfahren, lass mich dich spüren. Und ich erinnere mich, wie ich wirklich mal kurz alles losgelassen hatte, irgendwie jede Erwartung, jede Kontrolle und wie ich einfach erfahren durfte im ganz Inneren, etwas, das ich kaum in Worte beschreiben kann, wie eine Offenbarung. Ich kann das nur in Bildern versuchen zu formulieren. Es war wie, als hätte sich so ein majestätischer Löwe mir genaht und als wäre da wirklich so ein majestätischer Löwe, der eigentlich erstmal so angsteinflößend ist. Aber für mich war es in dem Moment wie eine Ehrfurcht, ein Staunen über diese Majestät und Schönheit und gleichzeitig war ich sicher. Das heißt, er kam genau auf mich zu, hat mir genau in die Augen geschaut, also jetzt alles bildlich gesprochen, und ich war trotzdem sicher, der hat mir nichts getan, der hat mich nicht bestraft für irgendwas, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, für Dinge, wo ich einfach
wirklich Unrecht Menschen getan habe oder wo ich selbst aus Wunden heraus reagiert habe, wir nennen das im Katholischen auch Sünde, wo ich einfach gesündigt habe, habe ich gespürt, da ist keine Verurteilung, da ist Majestät und Ehrfurcht, aber Annahme. Und diese Erfahrung, also ich kann es jetzt nur so versuchen, in einem Bild zu beschreiben, um zu beschreiben, wie die Erfahrung für mich war. Die Erfahrung war, da ist etwas, das ist absolut über mich hinaus heilig und gleichzeitig verurteilt dieser Gott, dieser Heilige mich nicht. Er naht sich mir, er kommt direkt auf mich zu. Damit einher ging aber auch dieses Gefühl von, eigentlich weiß ich genau, da ist was nicht in Ordnung in meinem Leben. Und dieser Gott verurteilt mich nicht und es kam total so ein inneres Bedürfnis, beichten gehen zu wollen. Und damals war ich eher so unterwegs, wenn meine Eltern mir gesagt hätten, dass ich beichten gehen soll oder wenn Freunde mir das geraten hätten, hätte ich es aus Protest nicht gemacht, weil ich einfach auch ein bisschen rebellisch war. Und ich wollte das aber von mir aus. Ich als 14-jähriges pubertäres Mädel wollte beichten gehen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe von, da ist ein Gott, der sich mir offenbart hat und ich kann es wirklich nur schwer in Worte fassen. Danach bin ich auch sehr emotional gewesen. Also ich habe, oder währenddessen, ich habe echt auch geweint und ich war, konnte irgendwie mir und meinen Emotionen auch total freien Lauf lassen. Und wie gesagt, mit dieser Erfahrung ging dann auch einher, dass ich beichten gehen wollte. Diese nachhaltige, einschneidende Erfahrung von Gott offenbart sich mir und ich glaube, dass es ihn gibt, hat mich auch am Ende dann zu einer Entscheidung geführt. Ich habe, und das weiß ich noch genau, mich entschieden, Gott, es gibt dich und ich möchte dich kennenlernen und ich möchte mit dir leben. Und wirklich mit dieser Lebensübergabe sozusagen, mit dem, dass ich Gott auch anerkannt habe als Gott in meinem Leben und mich wirklich bewusst für ihn entschieden habe, ja, mit dieser neuen Version von mir sozusagen bin ich dann nach dieser Woche zurückgefahren in meine Umgebung, in meine Heimat, wo ich keine christlichen Freunde hatte, aber erstmal alle Umstände, wie ich sie immer kannte. Also alles war irgendwie gleich, aber ich hatte mich verändert. In mir ist wirklich etwas neu geworden, ist etwas anders geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eben so herangereift bin, erwachsen geworden bin und bin aber in den Ferien immer wieder nach Altötting gefahren und habe mich auch im Internet schlau gemacht nach christlichen Vorbildern. Ich wollte ganz viel über das Christentum erfahren und bin auf Vorträge gestoßen, die ich mir in meiner Freizeit angehört habe. Also ich hatte total Hunger nach Gott, wenn man so will. Ich hatte Sehnsucht nach mehr von Gott, weil diese Erfahrung so tief war. Gleichzeitig habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen und auch zu Hause Lobpreis zu machen, also Musik anzumachen und zu beten, wie ich es kennengelernt hatte in Altötting. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich sehne mich nach Freunden im Glauben. Für mich war es von Anfang an so, dass ich schon immer ganz freimütig auch anderen davon erzählt habe, von meinem Glauben und von meinen Werten. Auch bin ich ganz normal auf Partys gegangen und habe mit meinen Freunden das normale Lebensprogramm gelebt. Alles, was spannend ist in jungen Jahren. Davor habe ich überhaupt nicht zurückgeschreckt, aber ich hatte innerlich ein paar Pfeiler für mich einfach klar. Und die habe ich durchgezogen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Gott mir einfach auch alles dazu gegeben hatte, das durchzuziehen. Natürlich habe ich aber auch hier und da meine Kompromisse gemacht und meine Fehler und das ganz normale Leben gelebt. Aber was ich nie verloren hatte, war den Glauben und dran zu bleiben an ihm und immer wieder auch beichten zu gehen und umzukehren. Bis zu einem Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, irgendwie komme ich nicht weiter, irgendwie sehne ich mich nach mehr. Dieses in den Ferien auf irgendwelche Events gehen und im Alltag so das normale Leben zu leben, war irgendwann eine so große Spannung, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ja, wegzugehen aus der Heimat, irgendwie alles hinter mir zu lassen, um wirklich mehr Gott kennenzulernen. Und dann bin ich zunächst nach Augsburg gegangen, habe dort im Gebetshaus in Augsburg, einem Ort, wo Tag und Nacht 24 Stunden durchgehend Lobpreis ist und Fürbitte, also Gebet nie verstummt, und habe dort ein paar Monate verbracht, um ja einfach meiner Sehnsucht nachzugehen, Christen kennenzulernen und Zeit mit Gott zu verbringen. Dann habe ich nach meiner Zeit in Augsburg gespürt, dass ich noch mehr von Gott möchte
und bin dann zur katholischen Loreto-Gemeinschaft nach Salzburg gekommen, um dort auf der Home Mission Base die Jüngerschaftsschule J9 zu absolvieren. Diese Zeit hat mich ebenso total geprägt und auch mich total gefestigt in meinem katholischen Glauben. Und daraufhin war mir irgendwie bewusst, wow, ich möchte eigentlich gar nicht als Erzieherin zurückgehen in meine Heimat, sondern für Gott arbeiten. Und für mich war immer klar, dass ich das kann, weil ich getauft bin, weil ich Christ bin und das reicht, das genügt. Das gibt mir die Berechtigung, meinen Auftrag zu leben, Salz und Licht zu sein, wie es in der Bibel heißt. Und ja, wie Gott eben so ist, er hat dann ganz viele besondere Dinge geführt und gefügt und ich habe ihn wirklich mehrmals ganz stark noch erleben dürfen. So bin ich dann nach meiner Zeit in Salzburg nach Wien gegangen, um dort ein Jahr als Missionarin auch bei der katholischen Loreto-Gemeinschaft zu arbeiten. Nach diesen 3 Jahren im Süden habe ich für mich aber ganz klar gespürt, ich komme aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen und da hatte ich diesen Glauben nie. Da hatte ich immer nur die Erfahrung, mich irgendwie alleine durchzuschlagen mit meinem Glauben. Und ich hatte diese große Vision davon, dass irgendwann die nachfolgenden Generationen dort auch einen Ort haben, wo sie Gott kennenlernen können. Natürlich gibt es Pfarreien und kirchliche Strukturen und die sind auch gut und berechtigt. Aber ich persönlich war einfach ein Mensch, der den Zugang nicht über die klassische Pfarrei hatte, sondern über die persönliche Erfahrung mit Gleichgesinnten und auf dieser ja, Event-Ebene, sage ich jetzt mal, so christliche Veranstaltungen. Da habe ich einfach Gott kennengelernt. Und so kam es dann, dass ich entschieden habe, ich möchte zurückgehen in meine Heimat, zumindest nach Nordrhein-Westfalen, in mein Heimatbundesland und habe dort begonnen, Theologie, also angewandte Theologie zu studieren und dort aber schon ganz bewusst die Haltung gehabt, dass Gott mich dorthin wirklich sendet. Also hat es dann angefangen, dass ich zwar in Paderborn studiert habe, aber doch eigentlich ganz viel Zeit verbracht habe für missionarische Projekte oder ja einfach versucht, mich zu engagieren und das weiterzugeben, was mich sehr bewegt. Und somit habe ich auch angefangen, Social Media, also Instagram, zu nutzen, um ja, Zeugnis zu geben und mein Leben mit Gott einfach zu teilen. Ja, für mich sehr prägend die letzten Jahre, in denen Gott mich wirklich führt und in denen ich für mich gelernt habe, dass ich gesendet bin und dass ich in erster Linie nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten möchte. So heißt das nämlich im Matthäusevangelium. Und da gibt es noch die Verheißung, alles andere wird euch dann dazugegeben. Die Erfahrung durfte ich in meinem Leben auch machen. Zu wissen, mein Fokus ist Gott und sein Reich und seine Gerechtigkeit und das Vertrauen darauf, dass er mich versorgt und mir alles geben wird, was ich brauche, hat sich bis jetzt bewährt und mich wirklich getragen. Und ich bin sehr gespannt auf das, was Gott noch tun wird und freue mich einfach sehr darüber, dass ja, vieles von dem, was ich in meinem Herzen an Sehnsucht habe, sich schon erfüllt und dass Gott sich immer wieder auch offenbart, auch wenn ich genau weiß, dass das hier alles nur Appetizer sind, so Vorspeisen und dass aber das himmlische Hochzeitsmahl und die fette Beute sozusagen, die kommt dann, wenn wir wirklich zu Hause sind bei Gott im Himmel. Und ich freue mich schon darauf und lieb's, dass ich ja jetzt schon einfach von dem erzählen kann und das leben kann, was Gott in mich hineingelegt hat. Und zwar, ja, für ihn zu leben. Vielen Dank, dass du dieses Video bis hierhin angeschaut hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest und bis bald.